Tag zusammen, hier ist wieder Ben. Willkommen zu meiner Road of Masters Serie, die hier startet bei Platinum 3. Heute wieder einmal mit Shaco und zwar mit einem neuen Bild. Und zwar wurde ja jetzt im Patch 7.2 oder 7.12, keine Ahnung, aber auf jeden Fall mit der 2 am Ende, jetzt auch die Lethality angepasst. Das heißt, die wird jetzt im Early Game stärker. Und das möchte ich natürlich jetzt auch hier in diesem Spiel demonstrieren und werde mir halt sämtliche Lethality-Items kaufen auf Shaco und habe mir auch Lethality in meine Runen gepackt, wie man hier sehen kann. 14 Stück. Mal sehen, inwieweit wir damit einen Erfolg haben. Wir sehen uns gleich im Spiel drin. Haut rein! So, wir sind im Game drin. Ich weiß auch nicht, warum ich haut rein gesagt habe. Wahrscheinlich haut rein nur wegen der Transition, die dann jetzt eben gerade einmal kam. So, ich will jetzt Lethality Shaco hier in diesem Spiel demonstrieren. Wahrscheinlich werden die mich invaden kommen und werden versuchen, meine Boxen zu vernichten. In dem neuen Patch werden die Jungle Time ja auch angepasst. Die kommen jetzt ein bisschen später. Das heißt, bei einer Minute 40, Quatsch, doch, bei einer Minute 40 kommen die Monster. Und dementsprechend muss man jetzt halt ein bisschen später seine Boxen setzen am Anfang. Wenn man denn aber auch nicht gecounter-jungled wird, indem die Gegner jetzt reinkommen hier und invaden. Ah, da sieht man den Busch jetzt gerade nicht. Da ist so ein kleiner Fleck, der halt aufgedeckt ist. Nicht, dass die Gegner da sich dran vorbeischleichen und dann jetzt hier gleich in den Jungle reinkommen. So, ist ein ganz normaler Start, den ich hier mache mit Shaco. Wir können einmal schnell durch die Lanes gehen, falls ihr es eben noch nicht gesehen habt. Wir haben nämlich in der Top-Lane Gangplank gegen Camille. Dann im Jungle Gragas. Ja, Gragas hat auch ein ziemlich krasses, einen ziemlich krassen Buff bekommen. Und hat viel Heilung dazu bekommen und Armor. Ja, also er regeneriert jetzt mit seinem Passiv 6% statt 4% und hat nochmal 3 Armor mitbekommen. Und für seinen Jungle tut das echt gut. Und dann haben wir in der Midlane Twisted Fate gegen Katarina und in der Botlane Draven, Miss Fortune und Thresh gegen Taric. Okay, der männlichste aller männlichen Charaktere steht immer noch unten in der Botlane und macht nicht gerade viel. Try to hit me, cause first time. Oh ja, das ist natürlich schön, dass er da das erste Mal den spielt. Ich werde hier noch eine Box hinsetzen, dass ich nicht so viel Schaden nehme. Ich will jetzt noch nicht so viel an Tränken verschwenden. So, kannst du mal einen Tick näher kommen? Ah, ich setze da noch eine Box hin. Die möchten also, dass ich die Katarina sitte in der Midlane. Das weiß ich nicht so genau. Ich aktiviere einmal schnell die Sprengpflanze, damit hier nicht gleich irgendjemand hier rübergesprungen kommt. Das habe ich nämlich auch nicht so gerne, wenn das jemand macht. Und dann bin ich gleich Level 3 und kann gucken, wo ich denn mein Gank setzen werde. Mit Lethality werde ich mir auch Poacher's Dirk kaufen. Dieses Item, das man für 750 Goldstücke kauft. Und wenn man es dann einmal hat, dann geht man in den gegnerischen Jungle und counter-jungelt. Und wenn man dann halt ein Stack oder 3 Stacks davon hat, dann erweitert der sich ja in den Serrated Dirk. Und das will ich auch hier in dem Gameplay natürlich anwenden, weil es einfach 350 Goldstücke sind, die man sparen kann. Und dadurch, dass die Lethality-Items so gebufft wurden, sind die jetzt halt besser im Early-Game. Die skalieren jetzt halt wesentlich besser am Anfang, indem sie halt das war ein schöner Stun. Okay, es skaliert halt am Anfang besser, ne, indem es halt mit 60% startet, nicht mit 40%. Und dann wird es halt seine Stärke erlangen, je höher das gegnerische Level dann ist. Ne? Das skaliert ja mit dem gegnerischen Level, nicht mit deinem eigenen, aber mit dem gegnerischen Level. Und hat da sein Ghost. Oh shit! Oh shit, wie die übelsten Noobs da reingerannt. Ah, komm noch weg. Alter! Alter, komm noch weg! Sehr schön. Okay, ich recalle. Ehrlich, das war ziemlich nice, würde ich sagen. Gut, das sind 2 Kills von uns. Das heißt, ich kann mir Poacher's Dirk kaufen. Und weil ich Counter Jungle, kaufe ich mir auch Boots. Ne? Weil mit Boots habe ich dann
einen schnelleren Weg über die Karte und werde jetzt meinen ersten Stack holen. Wenn man ein gegnerisches Jungle Camp gekillt hat, dann hat man immer noch einen einminütigen Cooldown, glaube ich, auf dem Item. Das heißt, man kann nicht jetzt hier zum Beispiel von den Raptoren zum Red Buff zu den Golems gehen und ist dann einfach voll. Nein, man muss es mit einer Minute Cooldown dann halt aushalten und kann dann erst da weiter upgraden. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich will auch nur den Raptor eigentlich smiten, weil die kleinen Raptoren, die machen mir zu viel Schaden. Und jetzt sieht man, dass wir eine Minute Abklingzeit haben auf unser Item. Dementsprechend müssen wir da jetzt einen Tick warten. Nein! Oh, dieser hässliche Turm! Dieser hässliche Turm, ey! Da war ich so Pixel in dem Angriffsbereich von diesem Mistviech, ey. Ah! Schade, ey. Never lucky, würde ich sagen. Never lucky. Oh! Oh! Lauf doch weiter weg! Lauf einen Tick weiter höher, dass er da noch ein paar Tower-Schüsse mehr frisst. Ah, damn it, ey. Schade. Schade, schade, schade. Okay, nichtsdestotrotz. Gab es da jetzt leider Kills für die Gegner. Ich muss jetzt mein Poacher's Dirk weiterhin ausbauen. Ich will natürlich mein Jungle-Item zumindest zu dem blauen Smite ausbauen, weil ich damit dann doch noch ein klein bisschen mehr Schaden bauen kann und habe halt noch diesen Sustain-Wert aus dem Jungle, weil ich kaufe kein Tiamat, um durch den Jungle zu kommen, sondern es wird ein reiner Lethality-Shaiko werden. Und das will ich dann hier auf aufrecht behalten, weil wenn ich jetzt 1200 Goldstücke in ein Tiamat reinsetze, dann dauert es sehr lange, bis ich... Pirateback changing Internet. Dann dauert es sehr lange, bis ich da halt meine Lethality-Items habe. Inwieweit ist Lethality gut? Das wird sich dann hier halt in diesem Video dann zeigen. So, wir haben den zweiten Stack. Das heißt, wir haben gleich schon 350 Goldstücke gespart. Das ist so viel wert wie... Das ist sogar mehr wert als ein Kill. Ne? Ein ganz normaler Kill jetzt ohne irgendwie einen Shutdown oder so. Sondern es sind einfach mehr Goldstücke, als ein normaler Kill hat. Ja, kannst ruhig kommen. Ich wollte eh gleich eigentlich erstmal hier durch meinen Jungle spazieren, weil Counter-Jungeln kann ich gerade nicht. Oh, ich komm noch mal wieder. Ich komm noch mal wieder. Ich komm nicht noch mal wieder. What the fuck? Wahrscheinlich kriege ich jetzt als Jungler die Schuld, weil ich nicht wiederkam. Wohlgemerkt, sie hat ihren Ulti als erstes geschmissen. Oh, ich bin auch sogar zu schlecht gerade zum Last Hitten. Sehr gut. Sie hat ihren Ulti zuerst geschmissen. Ne, das heißt, dass sie den Kampf wollte. Und da hat sie dann das 1 gegen 1 dann verloren. Ärgerlich natürlich für sie. Ich könnte mir auch langsam mal mein Red Buff holen. Der gammelt da auch vor sich hin. Wenn er nicht sogar schon von Gragas von der Karte genommen wurde. Obwohl Gragas befindet sich gerade überall auf der Karte. Oh, da kommt TF. Mal gucken, wo der hingeht. Geht in die Botlane. Interessant. Ich kann sogar noch den roten machen. Okay. Oh, Alter! Was geht denn da mit euch, ey? Okay, 7-1 AD Carry. Der wird Albtraum. Sag ich euch. Der wird der absolute Albtraum werden. Was jetzt nicht so schön ist, wie ich finde. Also wenn ich mal ehrlich bin. Das ist definitiv nicht das, was ich haben möchte hier in diesem Gameplay. Ich kaufe mir erstmal hier noch ein weiteres Schwert. Ein weiteres Langschwert. Um dann gleich noch mein erstes Item, Yomus Ghostblade, zu bekommen. Movement Speed. Out of Combat Movement Speed erstmal und dann natürlich auch als Aktivierungseffekt für die Lane. Gar nicht mal so bad. Vielleicht gehe ich aber auch schon in das Banshee-Item.
ne, dass mir dann die Bubble Eloops, das war geboostet, da habe ich mich ein bisschen zu sehr aufs Kommentieren fokussiert. Sniff first, Time Katarina, sagt sie. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Ich muss auf jeden Fall Counter jungeln. Ah, diese kleine Krabbe, ey, die nagt ja jetzt auch an den Früchten. Die ist so aggressiv. Oh toll, jetzt hast du den. Hast du den aber weggenommen? haben die den Drachen nicht gemacht? Die haben den Drachen gar nicht gemacht. Was mich jetzt ziemlich wundert, wenn ich ehrlich bin. Ja gut, dann nehmen wir den an uns. Herrlich, ey. Nice Flash, Thrash. Da habe ich angedeutet, dass ich über die Mauer da gehen will. Und habe es dann natürlich nicht gemacht. Ne? Immer schön als Shaco ankündigen oder andeuten, dass man über eine Mauer gehen will. Und dann halt über eine andere rüber. Dann klappt das auch mit dem Wegkommen. Weil ansonsten hätte ich Probleme gehabt. Dann hätten die mich vielleicht bekommen, weil die mich dann aufgedeckt hätten. Aber so haben wir zumindest einen Feuerdrachen bekommen. Achso, nebenbei nicht wundern, warum ich einen Timo-Hut aufhabe. Hatte ich einfach mal... Ich wurde von Satan übernommen. Dementsprechend habe ich jetzt diesen Timo-Hut auf. Keine andere Erklärung notwendig. Es war Satan. Okay, ich gehe weiter farmen. Ich brauche mich gar nicht anlegen mit dem. Mit dem Draven. Der two-shotte mich, glaube ich. Also so übertrieben, wie Damage der jetzt rausknallen kann. Hier sehen wir auch nochmal, wie die Botlane wahrscheinlich nochmal sterben wird. Alter, wenn jetzt der TF hier hochkommt, ne? Holy moly. Oh! Was war das? Oh! Ich gebe dir die Diving Prevention Trap. Dass du da nicht gedived wirst. Vielleicht gehe ich doch für Edge of Night als erstes. Weil ich vielleicht ja... Ah ne, wir gehen erstmal hier. Das hat am meisten Lethality. Und außerdem habe ich dafür schon die Items fast fertig. Und dann kann ich damit ein bisschen schneller über die Karte noch wandern. Natürlich haben die Gegner viel, viel mehr Damage als wir. Vor allem jetzt mit so einem gefütterten Draven. Holy moly! Ja. Ist er weggekommen? Oha, der Turm steht noch. Dann möchte ich den noch verteidigen. Alter! Kannst du denn mit dem getroffen haben, ey? Ist ein Schuss also schneller als mein Dagger? Ja, mein Dagger macht gar keinen Damage. Wahrscheinlich muss ich jetzt mein Ulti hier benutzen. Um da in irgendeiner Art und Weise... Ja, ich durfte mich halt nicht nähern, weil ich so low war. Und wenn er auch nur in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar Flash hat, um mich da wegzuknallen, dann würde ich da halt sterben. Und das möchte ich nicht. So, ich habe mein erstes Lethality-Item. Yay! Das heißt, jetzt mit Masteries haben wir 34 Lethality. Damit können wir zumindest ein bisschen Armor zerschreddern, die Gegner zwar noch nicht bauen, außer der Thresh, aber... Naja, es ist ja wie gesagt ein kleiner Testbild, den ich hier mache bei der Road to Masters. Und das soll dann natürlich auch mal zeigen, was dann vielleicht dieser Bild kann. Ob er irgendwie gut ist oder ob er vernünftigen Schadensoutput hat. Ist natürlich jetzt schwer zu repräsentieren, wenn man so einen krass gefütterten ADC hat, den ich dann
vielleicht aus dem Leben schießen kann, aber erst, wenn der Spielverlauf sich noch verlängert. Oh, Kamel kommt sogar weg. Oh, nice. Ja, ich bin nicht da. Also, rechnet nicht mit meiner Anwesenheit. Ja. Ja. Das ist halt das Problem, wenn wir jetzt teamfighten wollen. Die haben alles. Die haben eine Frontlane mit Gragi. Und wir haben keine Frontlane, weil wir halt keinen Tank haben und die haben halt Schaden ohne Ende, ne? Vor allem der Draven knallt rein, aber die haben halt noch auch die CCs, die sie da mitbringen in ihrem Kit. Brauche ich jetzt gerade gar nicht auszuprobieren. Ja, du kannst hier mir ein paar deiner Stacks geben. Ja, hier, komm. Gib mir die Stacks. Ich glaube nicht, dass das Game jetzt großartig für uns laufen wird. Ich werde jetzt mein E maxen. Mein Q brauche ich nicht mehr, den Damage, weil ich lang genug unsichtbar bin. Und ich weiß jetzt nicht, wo die Gegner sich aufhalten. Die werden jetzt wahrscheinlich hier irgendwo über die Karte marschieren. Immerhin haben wir ein Feuerdrachen, was uns zumindest ein bisschen Stärke gibt. Aber viel ist es auch nicht. Ja, die haben hier gewardet überall. Also da sollten wir wirklich vorsichtig sein, was wir machen. Okay. Die sind nur zu zweit. Das heißt, eigentlich ist das total schlecht für die. Die können aber auch... Alter Falter, ey, der Draven. Hat sowas von reingeknüppelt. Ach, hat sich jetzt auch noch ein Quicksilver Sash gekauft. Ja, kann ich nichts machen. Kann ich absolut nichts machen. Ich habe null Damage. Kann halt absolut nichts machen. Die Miss Fortune ist leider gestorben. Das ist jetzt unsere kleine Geheimwaffe noch vielleicht mit einem Ulti. Aber der Draven ist halt... Der Draven ist halt einfach extremst GG. Oh. Was ein Crit oder was eine normale Attacke? Ich glaube sogar, das war eine normale Attacke. Der hat sich Mercurial Scimitar als zweites komplettes Item geholt. Das will mal so ein bisschen verdeutlichen, inwieweit gefüttert der ist. Alter Falter. Haut der auf jeden Fall richtig schön mit rein. Kann man nicht anders sagen. Ich muss jetzt das hier bauen. Komm, wir kaufen noch ein zweites Poacher's Dirk. Warum nicht? Vielleicht kommen wir damit in irgendeiner Art und Weise wieder zurück ins Game, weil ich ein bisschen noch Counter-Jungle kann. So. Oh, ganz toller Ul. Oh! Ha! Haben die irgendwie eine Allergie gegenüber Drachen? Weil die immer noch nicht den Drachen gemacht haben. Also irgendwie haben sie da auch eine Abneigung gegen. Oh. Nein, 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 nein! Oh Gott! Was für ein Aggro-Drache, ey. Ich habe eh kein Smite. Kein Smite. Also rechnet nicht in irgendeiner Art und Weise mit einem Smite von mir. Wahrscheinlich kommt jetzt gleich der Ulti von Gangplank. Aber den dürfte ich jetzt durchstehen. Ja. Sag mal, gib mir jetzt hier meine Minions. Einfach weggeballert. Ja, jetzt machen die Drachen. Kann ich natürlich nicht verhindern, weil wie auch. Vielleicht wechsle ich das Item. Ich gehe zuerst mal nach Edge of Night, weil ich damit dann zumindest auch einen Stack oder eine Attacke oder ein Spell von TF verhindern kann, von Thresh in Hook, und ich habe noch ein bisschen mehr Verteidigung. Das Hauptziel wird allerdings sein, Draven aus dem Leben hier zu nehmen, aber wenn die einmal sich gruppen, dann ist das schon extremst GG, weil die haben so viel Damage.
Die haben wirklich extrem viel Schaden. Also, der Schaden ist schon echt ridiculous. Echt jetzt? Wieder ein bisschen lucky oder was? Kam man da mit ganz wenig HP weg. Der kleine Lacker. Ärgerlich für uns. Ich werde jetzt mal probieren, meinen Poacher's Dirk in irgendeiner Art und Weise gestackt zu kriegen. Oder auch nicht. Ah, es ist halt der extreme Nachteil, ne, vom Poacher's Dirk. Wenn man zurückfällt, dann bringt ein dieses Item nicht so viel. Alter. Oh! Nein. So schnell kriegen wir den Gragas nicht tot. Schade. Was waren das für Damage-Werte? Es war schon ziemlich knackig, was da reinflog. Kann man nicht anders sagen. Vor allem plane ich ja auch mit Surrendered oder mit Edge of Night durch Surrendered Dirk. Deswegen muss ich meinen Poacher's Dirk erstmal ausbauen. Und das kann erstmal noch dauern, weil ich halt so weit zurückfall. Bisher hat mich das jetzt noch nicht so 100% vom Hocker gehauen, der Lethality Build, weil ich das jetzt auch noch nicht mit dem Schaden einschätzen kann. Hätte ich vielleicht Fervor of Battle gehen sollen eher, um da ein paar mehr Auto-Attacks zu bekommen und dann gar nicht Thunderlord's Decree. Sind meine Leute jetzt so geboostet, dass sie da den Bronze-Chase machen und dann eh sterben? Ja, die machen jetzt... Die machen da jetzt, die gehen ja jetzt überall drauf. Oh Gott, hau bloß ab, ey. Aber ich laufe jetzt hier einfach lang. Ich will meinen Poacher's Dirk vollkriegen. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Camp. Mal, oh Gott, da ist der gefütterte Draven. Vielleicht ist ja hier unten noch was frei. Ja. Finally. After all these millennia. Okay. Damit haben wir zumindest wieder ein Stack. Das ist natürlich, wenn man es dann nachher durchbekommt, eine gute Art, um zusätzliches Geld zu produzieren. Vor allem, wenn man dann noch zurückfällt, ist das gar nicht so bad. Aber wenn man es halt dann nachher nicht kann, dann ist es halt auch umso schwerer, ne? Ah, der Draven, ne? Der Draven, der Draven. Oh, uns fehlen irgendwie alle. Irgendwie sind alle Leute gestorben. Alter, ein Auto-Attack. Ah, mit dem Flayback habe ich jetzt gar nicht so gerechnet. Eigentlich wollte ich da rüberspringen. Aber, naja, ich sag mal so, der Draven am Anfang, die Kills, die waren halt GG, ne? Die waren halt übelst GG. Und dadurch sind wir halt so jetzt extrem weit zurückgefallen. Hilft natürlich auch nicht, dass der, oha, der GP da extremst reinhaut. Immerhin haben die da einen Kill geholt. Es geht jetzt für mich weiter. Hier über die Karte kaufe ich mir Armor-Items. Irgendwie ein Armor-Boots oder so. Ne, eigentlich will ich das Geld sparen, um mir dann Items zu kaufen, die den Draven aus dem Leben tilten. Na gut, Camille. Alter Falter. Alter Falter, ey! Was geht hier mit uns? Leute, wir können Baron machen. Wenn wir Baron von der Karte nehmen, wäre das echt famos. Lass uns Baron von der Karte nehmen. Okay, wollen die nicht? Ja, dann soll das so sein. Dann machen die einen Turm. Okay, das heißt, ich kann noch ein Stack für meinen Dirk. Das klingt auch komisch, ne? Ein Stack für meinen Dirk. Dirk kann ich jetzt hier bekommen.
ich werde jetzt hier kurz den Druck aufrechterhalten und laufe jetzt weg mit meinem Lethality-Item. Der nächste Drache, der kommt, ist ein ziemlich wichtiger sogar. Ein Feuerdrache. Ziemlich gut für uns. Ich werde mal den Split-Push hier durchziehen. Weil die Gegner sind ja eh stärker im Teamfight. Wenn die einen richtigen Teamfight durchführen, können wir den eigentlich nicht gewinnen. Aber wenn wir uns hochfarmen oder Druck ausüben auf die Lane, indem wir hier jetzt halt... Ah! Oh Gott. Hau bloß ab, ey. Du machst mir eindeutig zu viel Schaden. Ich sehe, dass der... Oh, der Blue Buff kommt. So. Ja. 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 So, ich bin weg. So, damit habe ich jetzt mein Item fertig. Was mir eigentlich jetzt gut gefällt, weil ich ja wieder Geld gespart habe. Alter. Alter, Alter, Alter. Lasst mich recallen, verdammte Axt. Okay, jetzt ist es sogar besser, wenn ich einfach nur nach Hause laufe. Edge of Night ist fertig. Das heißt, danach kann ich den nächsten Serrated Dirk bauen. Und habe jetzt extremst viel Lethality. Muss jetzt aber auch hier in den Kampf rein. Okay, die Ulti sind raus. Alter Falter, ey. Ah! Alter, was ein Damage. Ja, geil. Oh, was für eine herrliche Mechanik, ey. Wie geil sah das denn aus? Okay, man kann da wirklich nicht fliehen, auch nicht mit der Lantern. Wir haben gutes Cleanup-Potenzial, aber... Oh mein Gott, komm weg! Nein! Miss Fortune! Oh Gott, der TF kommt noch und haut dich weg. Ärgerlich. Alter Falter, habt ihr gesehen? Drei Attacken, 1800 Damage. 1800 Damage mit drei Attacken, ey. Das ist sowas von extremst GG. Gott. Ah. Ja, konnte ich nichts machen. Da war ich dann doch zu sehr gedamaged. Hätte ich Edge of Night zuerst aktivieren können? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Na gut, wir haben aber jede Menge Geld. 700 Stück gespart, indem wir uns zweimal mit dem Counter-Jungle befasst haben. Was gar nicht so bad ist. Oh, ne! Ah, der Draven-Ulti aus der Basis. Dumm. Hätte ich natürlich mit rechnen können, aber wenn ich dann auch immer kommentiere, dann achte ich auch nicht auf so Mechaniken, die natürlich eigentlich vollkommen durchschaubar sind. Aber das ist dann auch recht schwer, teilweise. Was mich mal interessieren würde auf Shaco, funktioniert sein Dustblade auf Draktar, wenn man das jetzt baut, auch mit dem Klon? Würde mich mal interessieren, ob der dann auch 75 True Damage macht. Weil das ist eine Menge. Ist auf jeden Fall sehr geil aus eben gerade mit Camille. Also, oh Gott. Ah. Kannst du nicht im 1 gegen 1 gehen. Oh, Alter! Was ein Fass! Ja, Alter! 1300 Damage mit einem Fass! Mit einem Fass! GG. Gut. Hat nicht so ganz geklappt, der Lethality-Build, den ich hier haben wollte. Zumindest nicht mit dem Team-Resultat.
Ne, waren ein paar coole Sachen, aber der AD Carry von denen ist halt nicht einzuordnen in dieser Dimension. Und das Camille 1 gegen... Oh, viel zu viel Damage von dem Draven. Ja, ist GG, das hat der Draven ziemlich krass gecarried. Naja, was soll's. Hat irgendwie trotzdem Spaß gemacht. Ein Lethality-Build, den ich hier machen wollte. Und der, ja, hätte sich vielleicht durchaus bezahlt gemacht. Aber er ist natürlich auch sehr teuer. Und wir haben immerhin 700 Goldstücke gespart, indem wir halt zweimal die komplette gegnerische Seite leer gefarmt haben. Also gecounter-jungelt haben, indem wir 6 Camps gemacht haben. Hat eine Menge Geld gespart. Ich möchte einmal auf noch die abschließende Tabelle gucken, um den Schaden mal zu sehen. Und der ist absolut gering. Der ist absolut gering. Der ist miserabel. Also, das ist echt miserabel von Shaco. Zwar kamen wir natürlich nicht so ins Spiel hinein, weil die anderen natürlich den Schaden gemacht haben. Und wir auch mit dem Counter-Jungle ziemlich schnell hinterherhingen, nachdem 7 Kills auf Draven waren. Aber naja, das ist schon sehr, sehr wenig Schaden, wenn Taric sogar den Schaden hat. Das heißt, Lethality hat sich nicht bewahrheitet für Shaco. Wir bleiben dann weiterhin bei Attack Speed und YOLO Shaco und natürlich auch noch AP Shaco ist auch gut. Aber mit Lethality, das lassen wir dann doch erstmal lieber. Viel zu teuer, die Builds. Die bringen jetzt nicht den erwünschten Erfolg, zumindest jetzt nicht in diesem Game. Vielleicht muss man aber noch ein bisschen was umbasteln, mal sehen. Aber das zeigt dann ja auch noch die Zukunft. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode hier bei Road to Masters. Stehen immer noch bei 0 IP in Platin 3, also nichts Wildes, dass wir es jetzt hier verloren haben. Deswegen habe ich es ja ausprobiert. Also, wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. Haut rein!